Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Ja, wir sind hier in einer Höhle, wo wir eigentlich noch gar nicht hin müssten, aber durch die Erkundungen, die man hier so macht, sind wir halt quasi da jetzt... Oh, ich bin rausgelaufen, Entschuldigung. Sind wir da jetzt quasi reingeraten. Und ist ja nicht so schlimm, Patty ist da, ich möchte sie gerne ein bisschen... Es ist gemeint von mir, ich weiß, ich möchte sie gerne ein bisschen ausnutzen für uns. Da, halt! Na, runter nochmal. Da ist der letzte Zuckersack, den brauchen wir noch. Oh ja! Schöner, toller Zuckersack, da ist er. So, jetzt haben wir alle. Und hochklettern. Na, ja, nicht. Du darfst eigentlich, solltest du freiwillig da hochholen. Ruck, geht ja. Was wollte ich sagen? Ja, und wir brauchen jetzt noch einen Krieger, der hier eventuell irgendwo stecken sollte. Einen Termitenkrieger. Der muss noch das Zeitliche segnen. Ich hoffe nicht, dass wir da auf Schlimmeres stoßen. Da ist er. Patty! Ich habe was gefunden. Wow. Hier ein Schloss mit dir. Oh. Jawohl! Jawohl! Saubere Arbeit. Haben wir das auch schon? Oh, kann ich darüber? Ganz normal? Ja, schaut gut aus. Ein Amulett. Aha. Schauen wir doch gleich, oder? Ausrüstung. Amulett. Was kann es denn? Glücksbringer. Kugelsicher plus 5, Goldwert 80. Viele der Eingeborenen tragen einen Glücksbringer. Dann ziehen wir den doch gleich an, oder? Hoppla, falsche Taste, Entschuldigung. Tja, aufs X muss drücken, Zocki. Aufs X hast du doch erklärt letztes Mal. Ach so. Ja, das habe ich vergessen. So, die Fackel, die will ich noch. Dankeschön. So, dann schauen wir doch, wenn wir schon hier sind und so tolle Unterstützung haben, werden wir gleich als erstes speichern auf den zweiten Spielstand, der hier um den Verweilen tut. So. Und werden uns hier noch ein bisschen umschauen, oder? Es sind doch sehr viele Erfahrungspunkte auch, was wir hier mit Kassierern tun. Da haben wir nichts. Gerümpel, Gerümpel, viel Gerümpel. Gar nichts. Aha, jo, dann sind wir doch vielleicht fertig schon. Ja, das war's schon. Na, Fisch! Boah, bin ich froh. Haben wir das auch schon geschafft? Ich würde gerne die Patty mitnehmen, um die Krokodile auszuschalten. Dann hätten wir die Quest auch schon, aber weißt du, wann wir da ist hinkommen. Das dauert noch. So. Gut. Wo sind wir denn hier eigentlich? Mal so schauen. Wir sind da unten. Ich will zu dem Haus darauf. Ich glaube nämlich, dass das nämlich auch ein Schnellreisepunkt war. Ich bin mir absolut nicht mehr sicher. Hüpf. Patty? Patty! Da ist sie. Oh, eine Termite. Hoppala. Habe ich eh schon so genau geschaut, oder zumindest versucht genau zu schauen, und dann ist trotzdem etwas nicht gelootet. Pfui! Damit der Weg hier nicht umsonst war, ne? Wäre es gut, wenn da oben jetzt ein Schnellreisepunkt wäre. Jawohl! Ich glaube, das schaut gut aus. Jacks Turm gefunden. Die stehen auf das mit Jacks Turm, oder? Den gab es ja bei Gothic 2. Entschuldigung, Gothic 2 auch. Ui, Perle und Proviant nehmen wir gerne mit. Wir brauchen das, glaube ich, eh nicht mehr. Das ist ja toll. Ah, da drüben steht er sogar. Können wir hier vielleicht Fleisch braten? Ja! Warte, ich will noch nicht. Ich habe echt Sorge, dass das Ganze eventuell noch gebraucht wird, ne, als Quest. Ich muss vorsichtig sein. Servus, Jack! Ahoi, Junge. Lässt du dir den Wind um die Nase wehen? Ich bin Jack, der Turmwächter. Bin früher selbst zur See gefahren.
Und jetzt machst du dir einen ruhigen Lebensabend. Ha, schön wär's, Junge. Ruhig ist hier gar nichts mehr. Nicht seit die Termiten hier aufgekreuzt sind. Termiten? Wie? Ja, und jetzt kommst auch noch du. Und ich frage mich, was du willst. Ich will dir jedenfalls keinen Ärger machen. Ich suche nach Captain Stahlbart. Na, wenn das so ist, dann sind so ein paar Termiten bestimmt kein Problem für dich. Wegen der Termiten. Wegen der Termiten? Ja, die Mistviecher lassen mich einfach nicht in Ruhe. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Ich hab das Termitennest erledigt. Da bin ich dir aber dankbar, Junge. Mhm. Wie dankbar genau? Naja, schon gut. Der alte Jack braucht ja kein Gold. Noch was. Falls du es noch nicht gesehen hast, da liegt ein Buch in meinem Turm. Könnte dich interessieren. Da ist noch eine Sache. Wo drückt der Schuh? Ich hab da ein Geschäft mit Buß laufen. Ich liefere den Piraten Zucker und dafür kriege ich Rum. Als mein Kollege aus Sakariko des Nachts kam, waren die Termiten am Strand. Tja, er wollte sie vertreiben und hat sie angegriffen. Hätte er es nicht besser wissen müssen? Ei, immerhin hat er es überlebt, aber die Viecher haben die Lieferung in ihre Höhle geschleppt. Den Zucker habe ich schon gefunden. Umso besser. Dann bring ihn direkt zu Buß. Mach mal. Ich suche die Piraten. Ich suche die Piraten. Und hast dich verlaufen, wie? Mach dir nichts draus. Du bist nicht der Erste. Pass auf. Auf der anderen Seite des Wasserfalls gibt's einen Weg zwischen den Bergen. Richtung Nordosten. Geh da durch, dann läufst du direkt auf das hölzerne Tor der Piraten zu. Und wenn du zurück nach Puerto Sacarico willst, kannst du das Boot benutzen, das unten am Strand liegt. Okay. Du kennst bestimmt viele Geschichten. Du kennst bestimmt viele Geschichten. Natürlich. Und sie sind alle wahr. Klar, Seemannsgarn, ne? Was? Nein, das war jetzt gemein. Erzähl mir mal was. Erzähl mir mal was. Von Tacarigua. Von Tacarigua. Ist eine schöne Insel. Ruhig und beschaulich. Genau das Richtige für so einen Seebär wie mich. Die Inquisition war zuerst hier. Als die Piraten Wind davon kriegten, dass hier Zucker abgebaut wird, hat Buß sich hier niedergelassen. Und das Beste ist, er brennt seinen Rum aus ihrem Zucker. Ja, das haben wir schon mitbekommen. Erzählen wir was von den Piraten. Von den Piraten. Als die Inquisition stark wurde, haben sich die Piraten zusammengeschlossen. Alvarez hat damals den Rat der Kapitäne gegründet. Seitdem nennen sie ihn den Admiral. Aber irgendwas muss passiert sein, denn jetzt gibt es Krieg unter den Piraten. Ein Kapitän kämpft gegen den anderen. Was ist da los? Junge, frag mich nicht. Ich bin zu alt für Krieg. Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe. Erzähl mir was über Schätze. Über Schätze? Geschichten über Schätze wirst du so einige hören, wenn du aufmerksam bist. Neben Gold in Truhen gibt es viele legendäre Gegenstände, die über die ganze südliche See verteilt sind. Was sind das für Gegenstände? Besondere Gegenstände. Jeder von ihnen birgt ein Geheimnis. Jeder hat seine Geschichte. Aber allen ist gemein, dass sie ihrem Träger gute Dienste leisten. Von denen musst du dir unbedingt welche zulegen. Ja, schon mal den Namen Mara gehört? Schon mal den Namen Mara gehört? Was sagst du da? Sprich diesen Namen nicht aus, das bringt Unglück! Ach komm, das ist doch Aberglaube. Hüte deine Zunge. Es gibt sie, die Wesen aus der Tiefe. Sie werden angelockt von denen, die ihren Namen rufen. Was weißt du darüber? Schluss jetzt! Darüber spreche ich nicht. Und du solltest das auch nicht. Oh, da haben wir einen wunden Punkt erwischt. Hoppala. Entschuldigung, das Buch, was er meinte, ne? Ein Bettchen. Ja, das nutze ich auch gleich aus. Ich lege mich wieder hin. Ja. Man muss immer gut ausgeruht sein. So, dann tun wir halt mal lesen, ne? Was? Kaperfahrt. Die Piraten raubten alles bis auf den letzten Penny aus und nahmen es an Bord. Das Prunkstück war ein wertvoller Handspiegel der Gouverneurstochter. Als sie zurückgekehrt waren, genehmigten sie sich erst einmal einen ordentlichen Schluck Rum. Bei einem Spiel gewann der Wirt jedoch den Spiegel und rückte ihn erst gegen einen angemessenen Preis wieder heraus. Interessant. Aha, Handspiegel. Okay,
Jo, die Kiste ist verschlossen, die kriege ich nicht auf, ich kann das noch nicht, ne? Das wird dann viel später sein. Eine Quest, dann gucken wir doch mal, ne? Luke, Luke, Luke. Luke, Luke. Logbuch, ja. Alle Quests. Laufende Quests, ne? So ist besser. Legendäre Geschichte, der Handspiegel. Den Handspiegel sollte ich in der Taverne von Dakarigua finden. Aha, okay. Quest-Dialog-Anzeigen auf der Karte markieren. Achso, das geht auch? Das ist ja cool. Und wo ist der jetzt markiert? Welche Taverne? Ich nehme mal stark an, bei den Piraten wahrscheinlich. Die werden eine Taverne haben, nehme ich mal stark an. Aber hier gibt es ja noch keine. Na, Fisch! Da eventuell noch hin. Da unten waren wir jetzt schon. Da über die Brücke und darüber können wir noch schauen. Da. Ich markiere mal den Handspiegel. Der interessiert mich, ehrlich gesagt. Mein Lagerfeuer, genau. Ja, mit Fleischbraten, wie gesagt, bin ich noch etwas vorsichtig. Für den Fall der Fälle, dass wir nämlich hohe Keulen abgeben müssen. Ansonsten haben wir hier einen Schnellreisepunkt. Wir können jederzeit hier das Lagerfeuer nutzen. Also, alles gut. Jo. Jo, lala. Boah, ich mag den Wasserfall, der ist so schön. Schau mal, schau mal. Boah, ey, ha? Das ist noch Natur, meine Lieben. Hui, ein nächstes Warzenschweindel. Komm mal her, Schweinchen. Schweinchen, Schweinchen. Ich fang schon über das Entschuldigung. Ich bin nicht der Vater, ja? Ich habe auch nicht dafür synchron gesprochen, man merkt es. Ui, Schweinchen. Oh, sind das Schweinchen. Boah, drei sind sie. Okay. Oh, schau dir das an. Ja, der hat gesetzt. Was? Oh, Schweinchen ist wieder. Ich glaube, ich habe wieder schlafen gehen. Haha. Au, au, au. Au, au. Wow. Patty, darfst auch mal. Ich will schießen. Schön gemacht, Teddy. Fein. Boah, fast draufgegangen hier. Drei Warzenschweine und es ist schon. Es ist schon aus mit mir. Scheißdreck. Ich wollte nur darüber schauen, eigentlich. Boah, ey, ich hoffe, ich stirb jetzt nicht. Soll ich speichern? Wäre nicht schlecht, wahrscheinlich, ha? Machen wir speichern. Alter Schwede. Jo. Da schaue ich schon mal blöd aus der Wäsche. Was haben wir denn da? Kleiner Goldbeutel. Und hier noch ein Amulett. Aha. Da tun wir doch gleich mal klubschen. Was wir da denn haben tun? Stammeszeichen. Ritual plus 5 Gold wert 30. Ein einfacher Umhänger der Eingeborenen. Aha. Okay, da gefällt mir aber der, glaube ich, da mal besser. Kugelsicher. Bringt sie zwar auch nicht viel. Glaube ich, aber ja, derweil. Was haben wir denn noch benutzbar? Können wir diese Goldbeutel aufmachen? Oder sind die automatisch, sind glaube ich schon automatisch geöffnet dann, ne? Blunder. Jo, ist glaube ich schon automatisch. Ja, sicher, 720 Goldmünzen. Boah, eh nicht schlecht. So langsam komme ich wieder zu Geld. Alter, ich muss schlafen gehen. Wartet. Seekarte. Ich bohr mich gleich hin. Ich bin faul. So. Ah, das geht ja super. Du, ich bohr mir kurz dein Bett aus, ne? Aus nächster Gegend. Und Prost, ne? Bis zum nächsten Morgen pennen. Boah, ey. Ja, das ist schon viel besser. Sehr viel besser. Eine Mütze voll Schlaf heilt die stärksten Wunden. So, die haben wir ausgeraubt. Die ist leer. Passt. Noch mal ein Stück darüber laufen. Wobei eigentlich zahlt sich das aus. Da, ich wollte eigentlich dahin. Da so. Da waren wir gerade, da ein Stück rauf. Vielleicht hat die Höhle was Gescheites für uns. Und dann haben wir die gute Patty schon fast optimalst ausgenutzt für den Start des Spiels, finde ich. Zu zweit ist das wirklich einfacher, muss ich schon sagen. Alleine beißt ihr schon hier und da die Zähnchen aus. Ich meine, so wie ich halt spiele. Ne? Ihr könnt das selbstverständlich besser als ich.
Alter! Okay, das war eine Falle. Selten dämlich. Danke. Ende. Bin jetzt echt verregt. Schaut aus, ne? Dann werden wir laden. Okay, Falle. Scheiße, ich hab da... Ja. Okay, ich hätte nochmal speichern sollen. Ja, Fallen. Das war mit Absicht. Ich wollte euch mal zeigen, wie schlimm das ist, wenn man in so eine Falle tritt. Boah, der Part ist auch schon bald zu Ende. Fürchterlich. So, nochmal. So. Das war reine Absicht. Ich wollte es euch nochmal zeigen. Na, super. Jetzt kann ich auf das Zeugs auch schon aufpassen. So, ich muss nochmal schlafen gehen. So. Das war jetzt ein Epic Fail von mir. Und dann werde ich gleich sofort das Tier speichern. Ja, also ihr seht schon, Falle ist total tödlich. Nichts gut sein tut Falle. So, ich werde gleich nochmal speichern. Ah, jo. So. Also nochmal den Weg. Das ist halt die Neugier, ne? Boah, das ist... Ja. Die habe ich jetzt echt nicht gesehen. Soll man ja auch nicht. Man soll Fallen nicht sehen. Wahrscheinlich latsche ich gleich nochmal in eine rein. So. Wie erkennt man hier Fallen? Das Gemeine ist, dass bei mir auch gerade was blendet. Ui, da vorne ist ein Warzenschweinchen. Ich hoffe, ich gehe nicht zwei sogar. Ich hoffe mal, ich sterbe jetzt nicht. In einer Falle. Selten ist das gehört. Kennt ihr, ne? Kennt ihr, glaube ich. Oh, daneben ist eh logisch. Schweinchen, 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 Schweinchen. Sauber! Na, wirklich nicht. Wer würde es denn wagen? So. Okay. Wo sind wir denn da? Ah, das sind Äffchen. Mal kurz wieder schauen, wo bin ich denn hier? Ah ja, das passt eh. Da wollte ich mich eh umschauen. Ah, warte, da ist noch eine Blume. Eine Geisterlilie. Ja, wieder voll daneben, ne? Warte, der ist weg. Au. Warte, der ist auch weg. Sehr gut. Schön. So, her mit den Krallen. So. Und so. Stimmt, da unten war, glaube ich, auch alles voll mit Fallen. Ich glaube, ich kann mich da schon dran erinnern. Da bin ich, glaube ich, beim ersten Mal verreckt. Ich habe mich ein bisschen auf der Insel versucht umzuschauen. Ja, das habe ich nicht sonderlich gut überstanden gehabt. Darum speichere ich lieber mal. Gehe mal etwas randig. Nicht unbedingt in der Mitte des Weges. Was haben wir denn hier? Boku-Bilz. Oh je, da ist jemand gestorben. Schau mal. Pete? Wer bist denn du? Schatzkarte halten. Neue Quest. Der Schatz von Pete. Aha. Oh, was haben wir denn da? Aha. Der Schatz von Pete. Warte, das interessiert mich gerade. Logbuch. Freiheit, Pirat. Was? Soll da nicht hier eine Quest sein? Vielleicht auch nicht. Bürgerranke, schwarzer Oleander. Was kann der eigentlich? Blutregeneration. Ja, das möchte ich gerne ein bisschen aufbewahren für. Ah,
Vater, versiegelter Brief, unverkäuflich. Ja, ja. Jadestein, Schale, Kralle, Jadestein, Zucker, Knochensäge. Krallensäge, habe ich gesagt. Entschuldigung, Knochensäge heißt das. Ich bin gerade überfragt. Wieso ist das nicht in der Quest? Bin ich blind? Das könnte sein. Kopfgeld. Handspiegel. Das ist gerade komisch. Ich habe echt gedacht, die... Ja, dann halt nicht, ne? Was haben wir da? Eine Kiste. Was haben wir drinnen? Proviant und ein kleines bisschen Gold. Ja. Dann haben wir hier Schweinchen, Schweinchen. Petty. Wow. Ja, die Schweine sind schon weg. Alter. Was? Sehr gut. Oh, die haben echt halbwegs Rüstung, ne? So ein Warzenschweinchen. So eine Rüstung haben die bei uns nicht. So, ah, das war Pete. Du warst noch. Ja, ist derweil mal wieder speicherungswürdig, würde ich sagen. Komisch ist echt nur, dass ich dabei auf diese Quest nicht irgendwie zugreifen darf oder so. Vielleicht ist eh hier der Schatz gemeint. Also. Äffchen, dir tue ich. Soll ich ihm. Ich will dem Äffchen nichts tun, eigentlich. Da ist noch ein Bild, ein Schwammerl. Sehr gut. Ah! Äffchen, da! Eine Schaufel? Das dürfte der Schatz dann sein, ne? Schatz heben. Ach so! Jawohl, schön wegwischen und oh, ruck! Schön schwer! Super! Der Schatz von Pete. Sehr gut. Ah, das hätte wahrscheinlich bei der Karte, war wahrscheinlich Seekarte, da wäre es vielleicht dabei gewesen. Was haben wir denn da? Goldbrocken, 700 Gold. Ein Idol? Ah, aus massivem Gold und wertvoll. Meerschaumpfeife. Super. Das ist nicht schlecht. Jackpot, würde ich sagen. Oh, ihr seid so niedlich, ich will euch nichts tun. Ah, ihr seid so niedlich. Ah! Da reingehen, bin mir auch gerade nicht sicher, ob das so gesund ist. Ich tue auf jeden Fall mal speichern, ich bin eh schon angeschlagen. Ja. Das ist, glaube ich, für später, ne? Das ist so ein Ahnengrab, ne? Rubinring, schau mal. Schmutzige Tricks plus 5. Silberzunge plus 5. Ein dicker, prächtiger Rubin schmückt diesen Ring. So, ein Ring zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Schön, Trank der Überzeugung. Wirkungsdauer 3 Sekunden. Talent, Ritual. Silberzunge plus 7. Goldwert. Es gibt nur wenige Menschen, die du nicht umgarnen kannst. Und 10 Goldmünzen nehmen wir gern mit. Das ist echt nicht schlecht. Ring. Ringe, Ding, Ring, Ding, Ding. Ausrüstung. Was haben wir denn für einen an? Eh mit Silberzunge oder was? Also Ruhm. Ruhm-Bonus. Können wir zwei ankleiden? Nur einen? Echt, wir dürfen nur einen Ring haben? Oh. Da will ich nach wie vor den Meisterschüler haben und nehme den Rubinring nur, wenn wir echt was mit überreden oder so können müssen. Was soll ich da jetzt noch weiter rein? Das ist sicher so ein. So ein Ahnengrab, wo ich gleich verrecken werde. Ja, ach so, es ist schon Sackgasse, okay. Sackgasse, haha, du hast jetzt Sack gesagt. Kann ich hier hoch? Eigentlich schon, okay. Da ist hier gleich irgendwo eine Falle. Ich
Idol. Ist das schlau gewesen? Gegenstand auf den Altar stellen. Aha. Dann ist es vielleicht besser, so ein Idol. Aha, ich verstehe schon. Auf der anderen Seite drüben. Dann kommen wir da echt rein. Oh, mal ein bisschen. Warte, wie spät haben wir? Oh, ein paar Minütchen haben wir noch. So. Dann können wir vielleicht hier schon unser erstes Grabmal schenken. Ha! So ist das. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Da ist irgendjemand. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, was bist du? Patty! Was machst du, Patty? Wow! Proviant. Essen. Essen. Boah, Alter, hat die Patty voll, ne? Alter Verwalter. Was schießt du hin? Wow! Patty! Kralle erhalten. Super, danke Betty. Ich meine, das war alles geplant natürlich. Okay, was haben wir da drin? Gold? Goldzepter. Goldwert 125. Schon aufgrund des Goldes sehr wertvoll. Und ein goldener Teller. Oh, nehmen wir gern mit. Goldmünzen waren ja auch nicht allzu wenige. Boah, ey. So. Ich speichere wieder. Uhr schauen. Wir haben noch 2 Minuten. Ja, 3. Machen wir 3. Dann passt, glaube ich. Da müssten es 30 Minütchen sein. Boah, ich hoffe, das haut alles hin. Sonst muss ich weinen. Ah, da ist noch so. Da steht... Also, Idol ist drauf. Da. Soll ich die Nacht mitnehmen? Ob das schlau ist, die mitzunehmen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was bist du? Patty. 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 Wo bist du? Oh Gott, wo ist Patty? Oh mein Gott, wo ist Patty? Die wird sterben. Das war Damage. Betty! Wo ist denn die blöde Kuh? Sofort bei mir, bitte! Tot, Mausetot. Tot. Oh. Was ist denn das für Gestalt? Alter. Verstehst du, da ruft man einmal nach seinem Frauchen und dann kommt sie nicht. Aber ich glaube, die hätte auch nichts ausrichten können, oder? Häufiges Speichern ist sinnvoll. Ja, da hast du recht. Okay. Patty, wo warst du denn? Soll ich es nochmal probieren? Oder soll ich das stehen lassen? Ich habe auch viel zu spät reagiert mit der Leertaste, ne? Ich probiere es nochmal. So. Jawohl! Wow. Ist mir jetzt hingehauen. Wir sind Grabräuber, oh wie wunderbar. Wir sind Grabräuber, oh wie wunderschön. So, dann noch die da oben, ne? Die nehmen wir auch mit. Und dann beenden wir den Part. Boah. Wahrscheinlich stürzt dir auch gleich was ein. Oder der Wächter bricht durch die Wand durch. Keine Ahnung.
Nee, bitte. Nicht hüpfen. So. Ja, ja. Wow! Gut reagiert, kann man sagen, was man will. Wir sind Tomb Raider, meine Lieben. Jawohl. Wir können das. Nix wird aus hier. Tschüss. So, wir haben alles gestohlen. Und wir beenden hier den Part. Ach, ihr süßen Äffchen. Ah, ihr seid so niedlich. Schaut. Schau, der schlägt Rad. Ach, ich kann denen nichts tun. Ich kann die nicht umhauen. Die Krallenaffen müssen reichen. Die sind so niedlich. Der kann. Na, na. Nee. Den kann ich nichts tun. So, na gut. Wir beenden den Part hier frisch fröhlich. Ich glaube, zeitmäßig müsste es jetzt passen. Ja. Es schaut gut aus. Fein, ihr Lieben, ihr habt es wieder überstanden für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir sind nun in den Beruf des Grabräubers eingetreten. Ist doch auch nicht schlecht. Haben jetzt insgesamt 3 Idole. Mal schauen, ob wir die für Geld verbrassen werden oder sie erstmal aufbewahren. Vielleicht sind sie auch anderswertig nützlich. Wir werden es erleben. Und ja, ich wünsche euch somit einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!